Thank you, Sudevi, for this invitation. Thank you for the... Danke, Sudevi, für die Einladung. I'm very happy to be here again. It's not the first time. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Es ist nicht das erste Mal. I'm a Stammgast. Ich bin jetzt schon ein Stammgast. Ja! And what's really special is that I recognize about half of your faces anyway. Was wirklich besonders ist, dass ich ungefähr die Hälfte von euch kenne und eure Gesichter wieder erkenne. You missed the, some of you missed the yoga. Manche session. Von euch war, haben die Yoga-Klasse eben verpasst. It was wonderful. Das war sehr schön. Er hat nämlich mit mir. And yes, to keep to open my mind. Um meinen Geist zu öffnen. And it was beautifully accompanied by live mantra singing from Vandana. Und es wurde auch mit Live-Mantra begleitet. And then Sudevi spoke about friendship, as she just did. Und dann hat Sudevi über Freundschaft gesprochen, genau wie sie es eben auch getan hat. In Vedic thought, relationships to other people are on a continuum. In der vedischen Sichtweise sind Beziehungen zueinander auf einem anderen Kontinuum. There's a category, there's a set of categories from unknown to love of God. Es gibt unterschiedliche Kategorien und das beginnt von einem Unbekannten bis zu der Liebe zu Gott. Conjugal love is very high. Love of wife or husband or boyfriend, girlfriend. Die partnerschaftliche Liebe hat einen sehr hohen Stellung. Die Liebe zwischen Ehefrau, Ehemann, Partner, Partnerin, natürlich auch ne, alle Geschlechter oder eben auch Freunde. Yes, and that's what I was coming to. So the next very high up is friends. Genau, und kurz danach kommen Freunde. Entschuldigung. So in the scale of relationships, friendship is on the continuum of love. In dieser aufsteigenden Sequenz ist Freundschaft auch auf einer sehr hohen Stufe direkt nach der partnerschaftlichen Beziehung und Liebe. As you know, I'm sure you know, that's why you're here. It deepens throughout a lifetime. Und wie ihr wisst, ist es so mit der Freundschaft, dass sie sich über das Leben hindurch immer weiter vertieft. And I feel that with my friends here in Metten and others of you, it's happening every time I come here. Und ich fühle das auch jedes Mal, wenn ich hier hinkomme mit meinen Freunden hier in Metten. So we're going to talk about Wir möchten heute über Om sprechen. We began our yoga session with Om. Wir haben unsere Yoga Session mit Om begonnen. We ended the yoga session with Om. Wir haben die Yoga Session auch mit Om beendet. What are we talking about? Worüber sprechen wir denn? Om is actually a word. Some people think it's a symbol. Yes. Om ist tatsächlich ein Wort. Manche denken, es ist ein Symbol. Hier haben wir es ja. It's a word in Sanskrit. Das ist ein Wort in Sanskrit. It has three parts. Und es besteht aus drei Teilen. This, and I've always thought it looks like a mouse with a hat on. Und ich dachte, es sieht aus wie eine Maus mit einem Hut. Ist das besser? That's a clearer one. So a sweet mouse, I always thought, with a sort of top hat on. Ich dachte, es sieht aus wie eine süße Maus und die hat einen Hut auf. This part that looks like three. Ah, das sieht aus wie eine drei. Entschuldigung. That is ü in Sanskrit. Und das bedeutet ü in Sanskrit. When we add this little tail, it becomes a diphthong, becomes au. Und wenn dieser kleine Schwänzchen dazu kommt, dann wird das zu au. And then the hat. Und das Hütchen. That goes through the nose. Mm. Das wird dann ein nasaler Klang und da ist o. So if you read it in Sanskrit, it's Also wenn du es in Sanskrit liest, bedeutet es Aum. Oh, and it becomes Aum a bit more elegantly. What's the spot? The spot is the dot on the top, which makes the nasal sound. Der kleine Punkt macht den nasalen. So there's no real M in Sanskrit, but on the end of a vowel you put the dot and then it becomes Aum. So
gibt kein M, aber wenn man dann einen Punkt am Ende da drauf macht, dann wird es zu diesem. So it's a word. It's a word, but a very strange word. Es ist ein komisches Wort. It's a word and a sound. Es ist ein Wort und ein Klang. I guess all words are sounds. But ich würde mal sagen, alle Wörter bestehen aus Klang. But this word has a very special status as a sound. Aber dieses Wort hat einen ganz speziellen Status als Klang. And a special status as a word too. Und auch einen speziellen Status als Wort. It's not a word like tree or cat. Es ist nicht so ein Wort wie Baum oder Katze. We usually identify a word as something that gives us meaning. Normalerweise definieren wir etwas als Wort, wenn es eine Bedeutung gibt. It refers to something. Oder wenn es sich auf etwas bezieht. So I say to you, tree. Also ich sage zu dir, Baum. And you understand this thing with the wooden bottom and the green top. Und dann denkst du an dieses Ding mit dem Holz, mit dem Fuß und dann mit dem grünen oben drauf. So it gives meaning. Also es gibt eine Bedeutung. What meaning does the word om give us? Was für eine Bedeutung gibt das Wort om uns? There's of course lots of discussions about this. Gibt's natürlich ganz viele Diskussionen drüber. But my position is that it means nothing. Meine Position dazu ist, dass es gar nichts bedeutet. It means nothing, which means that it means everything. Und das bedeutet, dass es nichts bedeutet, weil es alles bedeutet. It's the word that means there is meaning. Es ist das Wort, was bedeutet, es gibt Bedeutung. Here when we say om, we say we inhabit a place that has meaning. Wenn ich om sage, dann bedeutet es, ich befinde mich an einem Platz, der Bedeutung hat, der bedeutungsvoll ist. So when we chant om before yoga class. Also wenn wir vor der Yoga-Klasse umchanten. So we are saying to ourselves, this is a space and this is an event where meaning will be created. Dann bedeutet das, dies hier ist ein Raum und dies ist ein Event, wo Bedeutung kreiert wird. It's an affirmation that we have the possibility to live meaningful lives. Es ist eine Affirmation, dass wir die Möglichkeit haben, Bedeutungsvolles in unserem Leben zu leben. That's what it means as a word for me. Das ist das, was es für mich als Wort bedeutet. But much more interesting is the sound. Aber viel interessanter ist der Klang. What is it the sound of? Was ist das für ein Klang? I want to say it's the sound of nothing so that you laugh, but it's more than that. Also ich wollte euch gern zum Lachen bringen, als ich gesagt habe, das ist der Klang von nichts, aber es ist natürlich mehr. What we can say is it's not something making sound. Was wir sagen können, es ist nicht etwas, was den Klang kreiert. When we sing om, we're not repeating a song that somebody gave us. Wenn wir om singen, dann wiederholen wir nicht ein Lied, was uns jemand vorgegeben hat. Om is what the universe sounds like when everything else is quiet. Om ist der Klang des Universums, wenn alles andere still ist. We've been talking about Om for thousands of years. Wir haben über Om schon seit tausenden von Jahren gesprochen. Wise men and women have been meditating and focusing and clearing their thoughts. Warum haben Männer und Frauen sich schon immer seit ewigen Zeiten auf diese Silbe fokussiert und ihre Gedanken dabei geklärt. And then they listened. Und dann haben sie tief zugehört. And what they heard, und was sie gehört haben, was war die Silbe um. It's the sound of the universe. Es ist der Klang des Universums. The universe is not quiet. Das Universum ist nicht ruhig. The universe is not saying something in particular, but it's not quiet. Es sagt nicht etwas Spezielles, aber es ist auch nicht still. And just like the word is the meaning of meaning, the sound om is the possibility of saying things, of making sounds.
Und genauso wie das Wort der Worte ist, so ist auch der Klang, der Bedeutung hervorbringt. What happens when we sing, physically sing Om? Was passiert, wenn wir auf eine physische Art und Weise Om singen? I'm not a speech, what do you say, speech pathologist. Wie heißt das? A speech expert. Ich bin jetzt nicht jemand, der Logopädie oder sowas studiert hat. But when we chant Om, we open up everything. Aber wenn wir Om chanten, dann öffnen wir alles. We make the inside of our mouth very big. Wir machen den Innenraum von unserem Mund. We open the throat. Wir öffnen auch die Kehle, den Kehlraum. We open the lungs. Wir öffnen auch die Lungen. And what is the effect of this? Und was ist der Effekt davon? The most inner physical part of our body is open to the complete universe. Der tiefste innere Teil von unserem Körper öffnet sich dem Universum entgegen. It's the deepest and clearest and purest meeting of our bodies and the universe. Es ist der tiefste Ort des Zusammentreffens von unserem Körper mit dem Universum. This is physical. Das ist auf der physischen Ebene. And when we chant Om, we feel something. Wenn wir Om chanten, dann fühlen wir etwas. Not a bolt of lightning of meaning, but we feel an openness. Wir fühlen vielleicht keinen Lichtblitz, aber wir fühlen eine Öffnung. An openness of meaning and an openness of, what do I want to say, possibility. Eine Öffnung hin zu einer Bedeutung und zu Möglichkeiten. Now, Om is, like any sound, is a vibration. Om, wie jeder andere Klang auch, ist eine Vibration. We know from modern science that sound is carried on waves. Wir wissen durch die moderne Wissenschaft, dass der Klang über Wellen transportiert wird. It's energy. Es ist Energie. So wodurch wird der Klang transportiert? Das heißt, Wellen. Wellen. Waves. Wellen. Sound waves. Waves. Ah, okay. So when Vandana speaks into this electronic device, the energy from her breath vibrates a mechanical thing in here, which transmits electricity there, and so on and so forth. Also wenn ich hier ins Mikro reinspreche, dann überträgt sich da Energie und das vibriert dann in Wellen. Meinem Körper und Wellen. Richtig Wellen, das ist richtig physikalisch. Ne? Mhm. Physikunterricht ja. Hat man das gelernt. Ja, genau. Exactly. Genau. Mhm. Danke. Sound is in waves. Yeah. Exactly. Der Klang bewegt sich in Wellenform. And when Vandana speaks higher, the waves are closer together. Yes. And when she sings, they go like this and like this, with fatter and thinner. Und beim Singen sieht man das, dass die Wellen irgendwie länger werden oder dichter. Did you want to say something? You look like you were burning with. No, I often feel like this. Maybe you want to sing. Even newer science has taught us that magnetism. Radio waves is also in waves, obviously. Auch die neuen Wissenschaftler sagen auch, dass der Magnetismus oder Radiowellen, dass das auch in Wellenbewegungen sich überträgt. So most of you are old enough to remember radios. Yeah. Not all of you. Einige von euch sind alt genug, dass sie sich an traditionelle Radiogeräte noch erinnern können. And how does that music or the news broadcast come to us? Through waves. Und diese Musik und Nachrichten, die kamen durch Wellen zu uns. The waves carry the energy. Die Wellen, die transportieren Energie. And in Vedic science, in Vedic philosophy. Und in der vedischen Wissenschaft und Philosophie. Which, in my opinion, are completely in connection with Western science. Incompletely. Completely. Completely. Und die ist, oh genau, und die in dem Fall ist vollständig überein mit der westlichen Wissenschaft. Waves transfer the energy of feelings, of soul. Werden auch die Energien der Seele durch Wellen übertragen. Und der Gefühle. So you could say, from a Vedic point of view,
Also man kann vom vedischen Gesichtspunkt aus the whole scale of waves. Dass dieses ganze Spektrum von Wellen. From the waves on the sea, maybe. Wir könnten von den Wellen im Meer sprechen. To the lowest waves of the voice. Zu der tiefsten Welle der Stimme. And the higher. Soprano waves, which are getting higher. Und dann eine höhere Stimmlage wie Sopran. And then come the radio waves. Dann kommt die Radiowelle. Then come the electromagnetic waves. Dann kommen die elektromagnetischen Wellen. Then come the light waves. Dann kommen die Lichtwellen. This is controversial, but let's move on. Then come the spiritual waves. Und dann kommen die spirituellen Wellen. That the energy that carries our thoughts and feelings and our inner soul is also wave-like. Dass also diese Energie, die unsere Gedanken und unsere Gefühle transportiert, auch die gleiche Form einer Welle. So we can go back to the model of our dear Vandana, who's speaking into the microphone. Also nochmal, ich spreche jetzt hier gerade ins Mikro. Let's go back. We went from her lips to the microphone, to the electricity, to the speaker. But let's go back one step. Also wenn wir jetzt den Weg rückwärts gehen, vom Mund ins Mikro zum Lautsprecher und jetzt rückwärts. There's an intelligence and there's a feeling in her heart and mind, which tries to understand me, formulates a thought, moves the muscles of her lungs and lips, and makes a vibration of air. Also da gibt's die Intelligenz, die versucht, ihn zu verstehen. Und dann gibt das eben auch Wellen von Gedanken, die sich dann eben fortsetzen. It's one energy source, all the way from her heart, sorry to be so personal, all the way from her heart, out the mechanical, terrible speaker there. Also es ist eine Bewegung vom Herzen über die Übertragung in den Lautsprecher. It's a continuity. Es ist ein Kontinuum. We know there are brain waves. Wir kennen die Gehirnwellen. We know there are heart waves. Und wir kennen auch, dass es Wellen vom Herz gibt. All of these are part of the same energy. All of them are in one bundle contained in Om. Alle sind Teil der gleichen Energie und sie sind in einem Bündel in Om enthalten. It's hard to exaggerate how much the world is energy. Es ist gar nicht möglich, so zu übertreiben, aber wie stark tatsächlich alles in der Welt aus Energie besteht. Energy obviously makes the lights come on, it makes the candle burn. Energie macht, dass das Licht angeht, dass die Kerze brennt. Makes the world rotate. Macht, dass die Planeten sich drehen. It keeps the atoms in the right place in the wooden table. Es hält die Atome im richtigen Platz in so einem Holztischchen. And more important for us, it makes us feel what we feel. Und noch wichtiger für uns ist, dass sie uns fühlen lassen, was wir fühlen. Why do I feel what I feel? Warum fühle ich, was ich fühle? And why do I see what you feel only by looking you in the eyes? Und warum weiß ich, was du fühlst, nur dadurch, dass ich dir in die Augen schaue? How do I know that? Wie kann ich das wissen? How do I see that? Wie kann ich das sehen? Just in your eyes. Nur dadurch, dass ich in deine Augen. And you in mine. Und dass du in meine Augen schaust. Because there's a message being transmitted. Weil es da eine Nachricht gibt, die sich überträgt. Simply put, in through the light, I can see your eyes, thanks to the light. But more importantly, I can feel your feelings. Rein nur durch das Licht, danke zum Licht, kann ich deine Augen sehen. Aber eigentlich kann ich fühlen, wenn ich in deine Augen, da werden Gefühle transportiert. How much I can feel your feelings belongs to this scale of love we started with. Wie stark ich deine Gefühle empfinden kann, das hängt von dem Spektrum der Liebe ab, so wie wir begonnen haben. Your sister looks you in the eyes and you feel something. Wenn deine Schwester dir in die Augen guckt, dann fühlst du etwas. Your husband looks you in the eye, you feel something maybe more deep. Wenn dein Ehemann oder dein Partner dir in die Augen schaut, dann fühlst du vielleicht etwas Tieferes. You look in the eyes of someone on the street, of an unknown person, and you feel something as well. Und auch wenn du einem Fremden in die Augen schaust, dann fühlst du auch etwas. The degree of the love you feel is dependent on the energy that's passing between you and another. Der Grad, die Graduierung, wie viel Liebe du fühlst, das hängt
Wovon ab? Mm-hmm. From what? Sorry. From the energy. From the energy you receive and transmit. Genau, das ist auch abhängig von der Energie, die sich überträgt zwischen euch. The organ for transmitting and receiving feelings is the heart. Das Organ, was Gefühle überträgt, in Form von Aussenden und Empfangen, das ist das Herz. This is for me synonymous with soul. Und das ist für mich ein Synonym für die Seele. But some people are more comfortable with heart. Aber manche fühlen sich einfach angenehmer, vertrauter mit Herz. That's fine. The point is that it's made up of the energy of emotion, of feeling, of love. Das Wichtige ist, dass es der Ort ist, der aus Emotionen besteht und der aus Liebe gemacht ist. And the spiritual path that I and some of us here follow, called Bhakti Yoga. Und der spirituelle Weg, den ich folge und auch ein paar andere hier, der nennt sich Bhakti Yoga. Has a very strong, let's say, theory about how this works. Der hat eine sehr starke Theorie darüber, wie das funktioniert. And it starts with the way that energy flows. Und es beginnt mit der Art und Weise, wie Energie sich bewegt. Energy in one place is not energy. Energie an einem Ort, das ist keine Energie. Energy always goes from one thing to another. Energie bewegt sich immer von einem Ort an einen anderen. From the microphone to the speaker. Vom Mikrofon zum Lautsprecher. From my breath, my lips to the microphone. Von meinem Atem zum Mikrofon. From my heart to my lips. Von meinem Herz zu meinen Lippen. There's never just energy that is there. Es ist nicht einfach nur Energie, die irgendwo ist. It always has an object. Es gibt immer ein Objekt. It's always given. Sie wird immer gegeben. It's always received. Und sie wird immer empfangen. From one mind to another. Von einem Geist zu einem anderen Geist. From one heart to another. Von einem Herz zu einem anderen Herz. And so forth. Und so weiter. So energy is relation. Also Energie hat was mit Beziehung zu tun. It puts us in relation with others, with other souls, with other objects, with other beings. Sie bringt uns in Beziehung mit anderen Seelen, mit anderen Objekten, mit anderen Wesen. If you have a relation with anyone, wenn du eine Beziehung mit irgendjemand hast, it's because of the energy that's flowing. Dann ist das durch die Energie, die anyone. Zwischen euch fließt, mit jedem. With your cat, ob es deine Katze ist, with your boyfriend, mit deinem Partner, with your grandmother, mit deiner Großmutter. Between you, holding you together, is the energy, and it's the energy of feeling, it's the energy of love. Das, was euch zusammenhält, das, was zwischen euch fließt, ist die Energie der Liebe. If you don't have a feeling about someone you think you have a relation with, you don't have a relation. Wenn du keine Gefühle für jemand hast, von dem du denkst, dass du mit ihm oder ihr eine Beziehung hast, dann hast du eigentlich keine Beziehung mit ihm. Even a perfect stranger. Auch mit einem komplett Fremden. Someone you meet on the street. Mit jemandem, den du auf der Straße triffst. If you didn't have an emotional reaction to this person, you wouldn't even see them. Wenn du keine emotionale Reaktion mit demjenigen hättest, dann würdest du sie gar nicht wahrnehmen können. It would be like a tree. Dann wäre es walk around. Wie ein Baum, um den du herumlaufen würdest. But what is extraordinary about soul beings? Aber was das Besondere an Seelenwesen ist, is that we establish immediately with all other soul beings relationships. Dass wir sofort mit allen anderen seelischen Lebewesen eine Beziehung aufbauen. And all these relationships, no matter which, und all diese Beziehungen, egal welche, can be described, können erklärt werden oder beschrieben werden. Should be described. Sollten beschrieben werden. In terms of love. Als ein Ausdruck von Liebe. Yeah. Higher love, pure love, lower love, okay. Unterschiedliche Graduierungen, eine höhere, eine niedrigere, eine intensivere Liebe. If I meet you on the street, I feel something. Aber wenn ich dich auf der Straße treffe, dann fühle ich etwas. I want to come closer to you. Ich möchte dir näher kommen. I want to move away from you. Ich möchte weiter weg von dir. I want to introduce you to my mother. Ich möchte dich meiner Mutter vorstellen. I want to marry you. Und ich möchte dich heiraten. I want you to clean my garden.
Ich möchte, dass du meinen Garten aufräumst. There's nobody you meet you don't have a feeling with. Es ist niemand, den du triffst, wo du kein Gefühl mit ihm zu ihm hättest. Every relation is governed by one form of love or another. Jede Beziehung wird durch eine bestimmte Art der Liebe regiert oder gesteuert. And here's where we thank our friend for the remark about the waves. Nochmal danke für die Erklärung der Welle. Because these feelings we have move in waves. Weil genau diese Gefühle, die wir haben, die bewegen sich in Wellen. A relationship like a laser beam is a dead one. Eine Beziehung, die sich wie ein Laserstrahl bewegt, das ist eine tote Beziehung. All my relationships, all our relationships are in waves. They come and go and rise and fall. Alle meine Beziehungen sind in Wellenform, die steigen an und fallen wieder ab. They're more intense and less intense. Manchmal sind sie intensiver, manchmal weniger intensiv. Yes, yes, no, maybe. Ja, ja, nein, vielleicht. This is how we love. This is how relationships are. Das ist so. If they were always the same, they wouldn't be relations. Wenn das immer das Gleiche wäre, dann wäre das keine Beziehung. Almost be like looking in the mirror and seeing the same thing. Das würde bedeuten, du guckst in den Spiegel und du siehst immer das Gleiche. So this is what we mean by. This is what I mean when I say that love is the most important energy. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Liebe ist die wichtigste Energie. And this is what I hear when we chant Om. Und das ist das, was ich höre, wenn wir Om chanten. There are different kinds of energy, from electromagnetic to physical. Es gibt unterschiedliche Energien, von der elektromagnetischen bis zur physischen. To air, to material and to emotional. Zur Luft, zur materiellen Energie und zur emotionalen Energie. Bhakti has many ideas about this, like I said. Bhakti hat da viele Ideen drüber, wie ich schon erwähnt habe. I'll give you just one for a taste before we finish. Um einen Geschmack zu bekommen, gebe ich dir nur mal eine. Bhakti divides energy into three types. Bhakti unterteilt Energie in drei Arten. Material energy. Materielle Energie. That would be the electricity going through the wire there. Das ist die Elektrizität, die hier durch den Draht des Mikros durchgeht. Or the muscles that Sudevi made me work an hour ago. Oder die Muskeln, die Sudevi in ihrer Yogastunde meine Muskeln angeregt hat, sich zu bewegen. Or when you drive your car. Oder auch wenn du dein Auto fährst. In petrol, in gasoline, this is material energy. Das Benzin, das ist eine materielle Energie. Our bodies are full of it. Und unser Körper ist angefüllt damit. We count our calories, we're counting energy. Wir zählen unsere Kalorien, wir zählen unsere Energie. Actually, calorie means energy, doesn't it? Yeah. The second type is called subtle energy. Die zweite Art von Energie wird subtile, feinstoffliche Energie genannt. This is still in Vedic philosophy. Das ist auch in der vedischen Philosophie so. Subtle energy. Das Wort habe ich irgendwie verstanden. Feinstoffliche. Feinstoffliche. Ja. Subtle. This is energy we cannot see. It's not material. Das ist eine Energie, die wir nicht sehen können, die nicht materiell ist. But it's like material energy. It goes away. It can be used up, consumed. Aber genau wie materielle Energie wird sie auch irgendwann verschwinden. Sie konsumiert sich. So the examples are intelligence, imagination. Zum Beispiel die Intelligenz oder die Vorstellungskraft. So all the intelligent things I can do with my brain today will disappear when I disappear from this world. All die intelligenten Sachen, die ich heute mit meinem Gehirn machen kann, die werden verschwinden, wenn es mich nicht mehr gibt hier auf der Erde. Even if I think like I usually do, I can write lots of books. Auch wenn ich denke, wie ich das normalerweise tue, dass ich ganz viele Bücher schreiben könnte. I realize that the books will disappear too. They turn into dust. Und dann muss ich auch realisieren, dass meine Bücher auch verschwinden werden und sich in Staub auflösen. The third type of energy is spiritual energy. Die dritte Art von Energie ist die spirituelle Energie. This is energy that never disappears. Das ist eine Energie, die niemals verschwindet. It's the energy that came into your body when you were born through your mother.
Das ist die Energie, die in deinen Körper gekommen ist, als du geboren wurdest. And it's the energy that will remain when your body disappears. Und das ist die Energie, die noch da sein wird, auch wenn dein Körper verschwunden ist. It's eternal. Das ist ewig. And the most prominent form of this is the soul or the heart. Und die höchste Form davon ist die Seele oder das Herz. The soul in Vedic philosophy never dies. In der vedischen Philosophie stirbt die Seele niemals. It's never born. Die ist auch nie geboren. You, your soul, in terms of your soul, were always there. Du, auf der Ebene deiner Seele, du hast immer existiert. And you will always exist. Und du wirst auch immer existieren. And what's really beautiful about this? Und was wirklich wunderschön daran ist? My favorite part. Und das ist mein Lieblingsteil. Is that this means that the person you really love in your life, from soul, from the soul to the soul. Das bedeutet, dass die Person, der Mensch, den du wirklich von deiner Seele her liebst. Or maybe the many persons. It's okay. Vielleicht sind da auch viele, das ist auch okay. You have always loved. Das bedeutet, dass du ihn oder sie immer geliebt hast. And you will always love. Und dass du ihn oder sie immer liebst. Your soul has always loved the soul you love. Deine Seele hat immer die Seele, die du liebst, geliebt. Maybe you spent a few lifetimes messing around and not finding that soul. Vielleicht hast du ein paar Lebenszyklen verbraucht, weil du diese Seele nicht gefunden hast. And maybe once you had that soul, you messed things up and broke up with that soul. Und dann hast du sie vielleicht gefunden, aber dann hast du so ein Chaos veranstaltet und dich wieder mit ihr getrennt. But the soul love was always there and will always be there. Aber die Liebe zwischen diesen Seelen, die hat immer existiert und die wird auch immer noch fortbestehen. Okay, I'm going to finish soon. Watching the clock. The most important part of the spiritual love, so we have the material, the subtle and the spiritual. The most important part of the spiritual love. Also wir haben die materielle, die feinstoffliche und die spirituelle Liebe. Yeah, I said love, but energy. Energie, Entschuldigung. Yeah. The highest, purest, finest kind of energy in all of Vedic thought. Die höchste und feinste und reinste Form von Energie im vedischen Gedanken. It's the energy that gives love. Das ist die Energie, die Liebe schenkt. That gives pleasure. Die Freude schenkt. It's called Ladini Shakti. Und die wird Ladini Shakti genannt. Shakti means energy, Ladini means bliss. Shakti bedeutet Energie und Ladini bedeutet Glückseligkeit. So the most fundamental energy of all these energies we talked about. Also die fundamentalste Energie von all diesen Energien, über die wir jetzt gesprochen haben, is the desire to give love. Das ist der Wunsch, Liebe zu schenken. And I can argue for hours, but I won't, that this energy makes everything happen. Ich könnte jetzt noch stundenlang argumentieren, aber das mache ich nicht. Aber diese Energie der Liebe ist die, die alles geschehen lässt, in Bewegung bringt. It makes the poets write the poems. Die Poeten ihre Gedichte schreiben lässt. It makes the mothers love their children. Die Mütter ihre Kinder lieben lässt. It makes the engineers invent airplanes. Die Ingenieure die Flugzeuge ausdenken. It makes Napoleon want to conquer Europe. Und auch die Napoleon dazu bringt, Europa zu erobern. The aim and the mission of Ladini Shakti, of this pleasure-giving love. Das Ziel und die Mission oder so, dieser Auftrag von der Ladini Shakti ist es, Liebe zu schenken. And that goal is to love God. Und das Ziel ist, Gott zu lieben. And all the love we give. Und alle Liebe, die wir geben. To our children. Zu unseren Kindern. To our lovers. Zu unseren Geliebten. To our project of taking over Europe. Zu unserem Projekt Europa zu übernehmen. These are all versions of a path towards giving all of our heart and our love to God. Das sind alles Versionen von unserem Weg, unsere Liebe zu Gott zu schenken. So the conclusion, the message is about Bhakti Yoga. Also die Schlussfolgerung, die
die Botschaft von Bhakti Yoga. It's double. There are two missions, two messages actually. Da gibt es zwei Nachrichten, zwei Gründe. The one is that since all love is love for God. Die eine ist, dass alle Liebe eigentlich Liebe für Gott ist. Then we can take God's love for her partner as an example. Can you explain again, please? Since love for God is the highest goal, then we can take the way that God loves as an example for the highest love. Wir können die Art und Weise, wie Gott liebt, als ein Beispiel nehmen für die höchste Liebe. This is another story for another day, but in Bhakti, God is in a loving love affair. Beautiful. Das ist jetzt nochmal für einen anderen Tag, aber tatsächlich in Bhakti ist Gott ständig in einer Liebesbeziehung involviert. The second consequence, the day-to-day consequence, in case you think I'm going a bit too much in the clouds. Falls ihr jetzt denkt, ich hebe ein bisschen zu viel ab, es gibt jetzt auch noch eine Konsequenz für den Alltag. Is that every love, bit of love you feel is a trace of the love you have for God. Das möchte ich jetzt ausdrücken, dass jede Form der Liebe, die du fühlst, egal welcher Form oder Art der Liebe, das ist eigentlich eine Liebe für Gott ist. From your cat to your lover to your grandmother. Ob du jetzt deine Katze liebst, deinen Geliebten oder deine Großmutter. Every single feeling love you have comes from the divine in you. Jedes einzelne Gefühl der Liebe, was du in dir spürst, kommt eigentlich von dem göttlichen Anteil in dir. That part of your soul, which is the part of God. Dieser Teil in deiner Seele, der Gott angehört, der ein göttlicher Anteil ist. And it's directed towards the divine in the other. Und der richtet sich zu dem Göttlichen in dem anderen. So when I say I love you, also wenn ich sage, ich liebe dich, which we say often in the modern world, das sagen wir öfter in der modernen Welt, right down to the Americans who say when they talk to the milkman, they say love you. Das sagen die Amerikaner sogar zu ihrem Milchmann. When we really say I love you, wenn wir das wirklich meinen, ich liebe dich, it has a meaning. Dann hat es eine Bedeutung. It means the divine in me. Es bedeutet, dass der göttliche Anteil in mir loves the divine in you. Den göttlichen Anteil in dir liebt. Ja, vielen Dank. Und das haben wir ja auch ganz bewusst interaktiven Vortrag genannt. Also in Indien sagen wir dazu den Nektar quirlen. Wenn wir so einen Vortrag gehört haben, das Teilen, was wir danach machen, oder wir lesen gemeinsam etwas und auch vor. Und jetzt das, was bei mir aufgetaucht ist, als in Form von einer Frage, einer Reflexion, einer Erinnerung, das jetzt auch einzubringen, dann wird sich das einfach nochmal vertiefen und es werden sich andere Aspekte von dem, was wir gerade gehört haben, noch zeigen und ich werde es tiefer in mein Herz nehmen und dafür ist jetzt Raum, wenn du etwas teilen oder auch eine Frage hast oder auch eine Kritik hast oder was für alles offen, dann ist schön jetzt der Raum dafür da. Und Udava versteht sehr gut Deutsch. Ne? Also ihr könnt die Frage einfach auf Deutsch, falls es dann nicht klar ist, übersetzt sich auch nochmal. Eventuell antwortet er auf Englisch und ich übersetze es auf Deutsch. Also so, nur dass ihr wisst, ihr könnt einfach auf Deutsch sprechen. Your mother was German. No, no, he's born in Germany. But okay. Of two Americans. Okay. Aber er hat in Deutschland studiert, er kann Deutsch. Besatzungskind. Also, wie kann die Liebe die Illusion überwinden? Who does that? Ich finde
Gratulation. Ja, danke. Welche Illusion meinst du denn? Ja, oh, material life. We say there are two energies, maybe love and illusion. Now I'm with you, yes. We know what I mean. Yes, so by illusion in this context we mean? Also by illusion in dem Zusammenhang meinen wir? The belief that things, that material things, die Überzeugung, dass materielle Dinge have eternal value. Eine ewige Bedeutung haben. And the most critical illusion, und die schwierigste Illusion, is that I am my body. Dass ich denke, ich wäre mein Körper. That I am my mind. Dass ich denke, ich wäre mein Geist. That I am my income. Dass ich eine Bedeutung habe durch mein Einkommen. My car, my house. Durch mein Haus oder durch mein Auto. You understand? Das versteht ihr. Most of us, let's just say all of us, wir sagen einfach mal, wir alle, we find our value in our material sides. Wir kreieren unseren Selbstwert durch etwas Materielles. That we think that we are our material qualities. Dass wir denken, wir wären oder wir würden aus unseren materiellen Qualitäten bestehen. The king of this illusion, der König von dieser Illusion, is the ego. Das ist Ego. I think, I see. Ich denke, ich sehe. I judge. Ich beurteile. I know. Und ich weiß. I'm responsible. Ich bin verantwortlich. I'm autonomous. Ich bin autonom. This is, it's not only a tendency we have, it's built into our society. Das ist nicht nur eine Tendenz, die wir haben, das ist in unserer Gesellschaft eingebaut. It's a premise of democracy. Premise? Voraussetzung. Das ist eine Voraussetzung für Demokratie. One person with one identity goes into one voting place and put a check. Eine Person mit einem Personalausweis kann wählen gehen und da die Stimme abgeben. And this person is completely independent and free to choose and do what she wants. Und diese Person ist komplett unabhängig und sie kann selbstständig frei eine Auswahl treffen, was sie will. And without this, democracy wouldn't work. Und ohne das könnte Demokratie nicht funktionieren. However, it's built on a terrible premise, assumption. Wie auch immer, das ist eine ganz schön schreckliche Annahme. That all you need to know about me, to know me, dass alles, was du wissen musst, um mich zu kennen, is my name and address and social number. Das ist mein Name, meine Adresse, meine Sozialversicherungsnummer. My income, my age, my weight. Mein Gewicht, mein Alter und mein Einkommen. Lots of numbers. Also viele Zahlen. So if you ask somebody, do you know that person? They would most usually say, well, let's look in the book. Und wenn jemand fragt, kennst du den? Dann würde man sagen, ja, Moment, ich guck mal in den Aufzeichnungen. Instead of looking in the heart. Anstatt ins Herz zu gucken. Sometimes it's a combination of the two. Manchmal ist es eine Kombination von beiden. But the problem is that we live, we don't understand, we don't realize that we are more and different than the person in our passport. Das Problem ist, dass wir leben und dabei nicht realisieren, dass wir viel mehr sind als dieser Personalausweis-Persönlichkeit. So finally the answer to the question, which is easier to say than to do. Also die letztendlich die Antwort auf diese Frage, was leichter zu sagen als zu tun ist, is not to burn the passport. Nicht den Passport zu verbrennen. Not to burn the car. Auch nicht das Auto zu verbrennen. Not to quit your job. Auch nicht den Job hinzuwerfen. But to realize, to understand deeply the difference between you and your ego. Aber auf einer ganz tiefen Ebene den Unterschied zu verstehen zwischen dir selbst und deinem Ego. To observe yourself. Dich selbst zu beobachten. To know this person that's riding around in your body. Um diese Person, die sich in deinem Körper bewegt, kennenzulernen. Yeah.
And we try to do this every day. We get up in the morning and say, what should I wear today? Das machen wir jeden Tag. Wenn wir aufstehen, fragen wir uns, was soll ich heute anziehen? Who are we talking to? And who's talking? Zu wem sprechen wir da und wer spricht da eigentlich? Oh, really? I go around all day talking to myself. Who's talking? Who are the two speakers? Also, ich spreche den ganzen Tag zu mir. Wer sind denn eigentlich die beiden, die da das Gespräch führen? One is my ego. Das eine ist mein Ego. Thinking, autonomous, following law, driving on the right side of the road. Das denkt, ich bin autonom und ich folge den Straßenverkehrsregeln und ich bewege mich auf der richtigen Straßenseite. Following my father's expectations, who's passed away years ago. Ich folge, obwohl mein Vater schon vor einigen Jahren Körper verlassen hat, seinen Erwartungen. Teaching my children the mathematics that I don't like. Ich unterrichte meine Kinder in Mathematik, was ich gar nicht mag. That's the one person talking, and the other one person talking is somebody who feels what works and what you are and what you know and what you want. Das ist eine Person in mir, die spricht, und dann gibt's aber noch eine andere Person in mir, die fühlt. So the method is. Also die Methode. Is to understand the difference. Bedeutet, diesen Unterschied von diesen beiden Personen zu verstehen. And this is why we have in so many Western meditation practices. Und das ist, warum wir im Westen so viele unterschiedliche Meditationspraktiken haben. This technique of stilling the mind. Diese Technik, den Geist zu beruhigen. It means, in other words, stilling the ego. Das bedeutet, man könnte es auch anders ausdrücken, bedeutet es, das Ego zum Schweigen zu bringen oder ruhig werden zu lassen. A successful meditation is when we say, please be quiet and let me be myself. Eine erfolgreiche Meditation ist, wenn ich sage, bitte sei mal ruhig und lass mich selber sein. This is how we overcome illusion. Das ist, wie wir die Illusion überkommen können, loslassen können. Mit anderen Worten, wenn es still wird im Geist, dann kann ich meine Seele spüren. Ich falle nicht gut rum, da ist noch was. Und das wäre dann dieser super süße Ort, wo eine andere Qualität hat. Ja. Yeah. And we all have these experiences briefly, every day. A moment of, what? Oh, yeah. Or seeing a tree or a flower. And there's suddenly a moment of presence. And you say, oh, yeah. Nothing to be said, just to be. Wir haben alle diese Erfahrungen tagtäglich, wo wir zum Beispiel einen Baum oder eine Blume sehen und wo wir einfach nur sind. Und es gibt nichts weiter an Gedanken oder so, wir sind einfach vollständig in dieser Präsenz. And so the idea of Bhakti is that when we are present to ourselves, die Idee von Bhakti ist, wenn wir wirklich ganz präsent sind in unserem Selbst, that presence takes the form of loving others. Dann nimmt diese Präsenz die Form an, andere zu lieben. Bhakti means practice of loving devotion. Bhakti bedeutet die Praxis, liebende Hingabe auszuüben. As I said, relate from my soul to your soul. So wie ich vorhin gesagt habe, ich beziehe mich von meiner Seele zu deiner Seele. So in Bhakti we have two parts to meditation practice. In Bhakti haben wir zwei Arten der Meditation. The one is to just calm the mind, the ego. Die eine ist einfach das Ego zu beruhigen. And the second is to understand how love is flowing through our soul when we are present in it. Und die zweite bedeutet zu wahrzunehmen, zu begreifen, wie ist dieser Fluss der Liebe zwischen mir und den anderen. Und dazu muss ich gar nichts tun, das muss ich nur lassen. Observieren. Yeah. Yeah, we say in Bhakti that the, what do you call that, default position of the soul, what we are when we're being ourselves, is loving. In Bhakti sagen wir, die Grundposition oder Grundform der Liebe ist eigentlich die. Der Selbst ist. Das Selbst. Ist die Liebe. Dass das Selbst reine Liebe ist. Yeah.
So you don't, it's nothing extra. Es ist also gar nichts, was extra zu erreichen wäre. It's not be yourself and then let's bring some love too. Das bedeutet nicht, ich bin ich selbst und da muss aber jetzt auch noch mal Liebe dazu kommen. It's that I recognize I'm myself when I'm loving. Sondern es bedeutet, ich nehme mich selber wahr als Liebender oder Liebende. Does that mean that all expectations, alle Erwartungshaltungen, dann aufgegeben werden können? Material ones, yes. Die materiellen Erwartungen können dann aufgegeben werden, ja. Ideally speaking, of course. Das ist natürlich idealerweise. I'm a child of the process. Ich bin hier ein Kind in diesem Prozess. Expectations are always being somebody you're not. Erwartung, das bedeutet immer, dass du jemand sein möchtest, dass ich jemand sein möchte, der ich nicht bin. But self-presence is not, is, yeah, there are no expectations, like you said. Und wenn ich in der Präsenz von meinem Selbst bin, dann gibt es da keine Erwartungen. This is why it's sometimes so difficult to live in society. Das ist, warum es manchmal so schwierig ist, in der Gesellschaft zu leben. Because the economic system is such that it constantly produces things for us to want. Weil das die Wirtschaft permanent Sachen produziert, die unsere Wünsche stimulieren, etwas, was wir haben wollen. I thought I was happy yesterday and now I know I need the new Taylor Swift album. Gestern dachte ich, ich wäre glücklich und heute brauche ich ein Taylor Swift Album. What will it be tomorrow? Ich weiß nicht, was es morgen sein wird. This is the way the system works in order to create economic value in the West. We have to create new products which people want. Das ist, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, dadurch, dass wir ständig neue Sachen kreieren, die irgendjemand dann kaufen will. And it also makes jobs and builds houses. I'm not criticizing, I'm just pointing out the challenge. Und das kreiert natürlich auch Arbeitsplätze, aber ich sehe einfach auch die Herausforderung da drin. Du hast gesagt, dass wir ein Teil der Energie sind, die um uns herum überall präsent ist. Du hast das schön aufgezählt, sogar mit Licht und Materie. Ich finde den Gedanken sehr hilfreich, sich vorzustellen, dass all die Gedanken, die man hat, also vielleicht auch mal die Vorstellung, Erwartungen, den Ärger, aber auch die Liebe, die man in der Lage ist auszuströmen, dass das eigentlich um einen herum präsent ist und dass man das so mehr von Liebe, Erwartungen von anderen Menschen, von Materie, von der Lampe da, das ist von allem Lampen, Blumen, Holz, so herdurch, hindurch geht und dass es wirkt und dass ich meine Gedanken auch mische mit, also die Energie meiner Gedanken, meiner Liebe, mische mit dem, was um mich herum ist. Das heißt, ich kann eigentlich nirgendwo lang gehen, ohne wirksam zu sein. Und wenn mir das bewusst ist, werde ich wahrscheinlich anders lang gehen und denken und fühlen und versuchen, zu meiner Liebe zu finden, als wenn mir das nicht bewusst ist. Ja, toll. Fand ich sehr hilfreiche Vorstellung. Ja. Mit der Lampe. solchen technischen Sachen das auch mal zu verbinden, wo man sich oft auch bedroht von fühlt, aber dass man eigentlich genau die gleiche Energie ist, die da überall auch präsent ist und dass, wenn man in seiner Energie ist, auch keine Angst haben muss vor den Schwingungen, die um uns herum sind. Sehr schön. Das wäre so schön. Also ich denke, habe trotzdem immer wieder diesen anderen Gedanken, was ist mit dieser ganzen negativen Energie, die da ist. We'd exchanged about this morning. Darüber haben wir uns heute Morgen ausgetauscht. We stirred the nectar. Da haben wir auch den Nektar gequirlt beim Frühstück. I don't know if you agreed with me, my friends, my Gastgeber. Bin nicht sicher, ob ihr mit mir einverstanden wart. I understood. We talked about regrets, things that foolish things we do in our lives and things we wish we hadn't done them. Wir haben über Sachen getan, die wir bedauern in unserem Leben, etwa Dummheiten, die wir gemacht haben.
So negative Energie. Also eine negative Energie erzeugt haben. And I had this image of recycling. Und ich hatte dieses Bild vom Recycling. And, and I, what I thought was that in spiritual life there's no garbage. Und ich, mein Gedanke war, dass es im spirituellen Leben keinen Abfall gibt. Even the garbage can become compost. Denn jeder Abfall kann zu wertvollem Kompost werden. And become positive again. Und dann auch wieder positiv werden. And just like with the illusion, the path there. Genau wie bei der Illusion ist der Weg da. Is to try to understand how the things we regret, the negative energy, leads us to where we actually are, to who we actually are. Bedeutet zu verstehen, wie diese negative Energie uns genau dahin gebracht hat, wo wir jetzt im Moment sind. Or can in the future. Oder wie uns das, wenn, you mean if we repeat this? No, how the garbage became compost. For our product, positive lives. Genau, also es geht darum, wirklich auf einer tiefen Ebene zu verstehen, wie diese negative Erfahrung, wie dieser Abfall zu einem Kompost wird, aus der eine positive Erfahrung und Haltung erwächst. And how the future foolishness we're going to do. Und was die zukünftige Dummheit kreieren wird. Which is guaranteed we're going to. Und das ist ziemlich garantiert, dass wir das, I speak for myself in particular. Wenn ich jetzt von mir spreche, irgendwann passieren wird. How this will also become compost for the recycling. Und dass auch diese Handlung in der Zukunft auch eines Tages zu einem Kompost werden. The default energy of the universe is positive. Die grundlegende Energie im Universum ist eine positive. I go so far and say actually the default energy of the universe is love. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die grundlegende Energie im Universum die der Liebe ist. The adventure of existence. Das Abenteuer der Existenz. Is to see how the road will lead back to the positive. Bedeutet zu erfahren, wie dieser Weg. The negative things will contribute to the positive universe. Wie die negativen Geschehnisse letztendlich wieder beitragen zu dem positiven Weg. Das finde ich eine unglaublich tröstende Vorstellung. Ja, finde ich auch. Ja. Super. Das you can see it by. You can see it only by the body you can see. If you hurt yourself and it's bleeding, 2 hours later, it's done. Next day. And you know this by experience. 4 days later, it's fully bleeding. Okay. And you know this by experience, it's important. There's love inside. You cannot really make a distance to that. And by, oder bei schmerzhaften psychischen Verletzungen, wird deine Seele sie auch so auswerten, dass andere Menschen diese Verletzungen nicht abbekommen. So. Die Seele wertet alles aus und macht immer das Beste drauf. Manchmal vergessen wir das. Ja klar, weil der Körper in sich ja auch, er will ja gesund bleiben, sein. Er macht, macht alles, damit er ja, sich versucht zu heilen und das Ganze. Ja. Ja. Und solange die Seele im Körper ist, tut sie das auch. Wenn sie nicht mehr da ist. Trotzdem bleibt die Wunde offen und alles verfault darin. Aber es ist alles deine Seele. So sweet. Ne? Ja, auch die Energie der Liebe, die heilt. Ja, die Heilung, die kommt vom Heiligen in uns. Das ist das, was ja, ich habe trotzdem, also, das hört sich schön an, aber ich glaube auch, dass es wirklich auch erstmal eines Annehmens bedarf. Über meine Foolishness. Und dass es auch diese Foolishness sehr viele Ebenen hat. Ja. Auf die ich immer wieder hingewiesen werde.
in unterschiedlichen Situationen und Phasen meines Lebens. Und es hängt davon ab, wie bereit und fähig ich bin, das wirklich zu erkennen, anzunehmen, zu akzeptieren und mich nicht dafür anzuklagen. Also so sehe ich es. Damit es Kompost wird. Weil wenn ich in der Abwehr bin oder in der Nicht-Sehen-Wollen, was meine Foolishness ist, dann werde ich immer nur wieder an diese gleiche Situation prallen. Also ja, ja. Unfortunately, the variable is time. Das? The variable. I mean, what can change, what you cannot control is how long it will take. Was wir also nicht kontrollieren können, ist das, wie lange es dauern wird. But the creation will stabilize itself in positive energy. Aber die Kreation wird sich selbst immer wieder stabilisieren durch ihre positive Energie. I like the vision from before from you, like waves. When you see the wave, it goes up and then down. Then it goes up and then down. And that's the wave of life in the material nature. So it makes the wave because of the soul, but it makes waves in the material life. At the spiritual level, I think maybe then the frequency is so high that it's us not to see as up and down, more that as you see the result directly, because the consciousness is there. Denn, also dann wirst du Schmerz oder Schwierigkeiten als deine wirkliche Aufgabe erkennen und nicht mehr als ein schlecht oder gut oder schlecht. Nicht mehr gut oder schlecht, sondern du siehst direkt deine Aufgabe, die du hast. Sofort. Und erkennst das an. Das wäre akzeptieren. Vielleicht würde auch Selbstliebe helfen. Ja. Also, das ist Selbstliebe. Wenn ich mich geliebt weiß, ist das schon fast Blasphemie, mich dem zu verweigern, mir gegenüber. Ja. Und ich finde es nicht leicht. Ja, das ist selbst. Also auch gerade mit den Schwächen, mit den Fehlern. Wollte du? To be grateful for the mistakes. Because they get us deeper into our soul. We can use the mistakes. Of course, you can have regrets if we are hurting someone because we did not like them. But to then see, oh, what did it learn me? So I could get deeper into who I really am. Mm. Absolutely. Yeah. Call it mercy. Yeah, wenn ich kann Fehler immer mal drehen. Ich kann Fehler, die mir in meinem Leben passieren, wirklich als Unterstützung nehmen, tiefer in meine Seele zu kommen. Also auch wenn ich jemanden verletzt habe, dann war das nicht schön, das habe ich auch nicht absichtlich gemacht. Aber ich verstehe mich selbst auf einer tieferen Ebene und ich reflektiere darüber. Okay. Gibt's noch was, was gesagt werden möchte, gefragt werden möchte? Yeah, I have one question more. The position of receiving and giving. Very often the things that is separate, but mostly I have the feeling that it's one and not so separate. Die Haltung oder Position von Geben und Nehmen, das wird oft als getrennt oder unterschiedlich angesehen. Ich habe aber das Gefühl, das ist eigentlich eins, das ist gar nicht getrennt. Wie siehst du das? Ja, in the, I wanted to say plumbing, the water flow.
wie der Klempner, der den Wasserfluss reguliert. I wanted to say that the giving is the natural. Das, ja, also die Aktion, etwas zu geben. Giving love is what we're talking about, I think. Liebe zu geben ist etwas ganz Natürliches. And that it feels so natural that it's experienced as a gift. Und das empfinden wir als etwas so Natürliches, so dass es dann wie ein Geschenk empfunden yes. wird. I want so much to love you, give you love, that if you tell me that I can be allowed to fix your car, I feel like you've given me a gift. Ich möchte dich so sehr lieben, und wenn du mir die Erlaubnis erteilst, dein Auto zu reparieren, dann habe ich das Gefühl, du willst mir ein Geschenk machen. That is how you love me. You give me, we call that service. I ask for your service and you give it. Das nennen wir im Bhakti Yoga auch Dienst. Und du erteilst mir einen Dienst, wo ich meine Liebe fließen lassen kann. So it goes into the big panorama that you know of charitable work. Das geht in das große Panorama der selbstlosen Arbeit. It's also Abrahamic, it's Christian and Islamic and all. Das gibt's auch im Alten Testament und im Islam überall. But you, by being charitable, you serve God and you do good things. Well, here in Bhakti, it's more direct. It's direct. If you let me serve you, I'm happy. I'm only happy when I can serve you. Das gibt es eben auch im Christlichen, diese Idee von charitable work. Und im Bhakti geht es wirklich ganz stark darum, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dir dienen darf, dann bin ich sehr glücklich, dann fließt Liebe. So. Yeah, great. Mm. Ich habe da ein Beispiel, was ich die Tage erlebt habe. Und zwar wollten wir unsere Bänke wegwerfen, weil das Holz morsch war, Sitzbank. Und unser Nachbar kam, ein älterer Herr, und der sagt, ach, das dürfen wir nicht wegwerfen, das kann ich doch reparieren. Und jetzt haben wir Holz besorgt und er schleift es schon ab und er will das alles Metall fräsen und er ist so glücklich. Und ich freue mich so zu sehen, wie er glücklich ist, dass er uns glücklich machen kann. Schön. Und er dann sagt, ich habe noch Zeit, ich kann das doch machen. Und das ist so. Und da merke ich auch wieder, wie du es gesagt hast, Mallory. Mir geht es auch so, wenn ich jemandem was Gutes tun will und dann nimmt das an, dann freue ich mich, dann ist das ein Liebesgruß einfach da. Wenn jemand aber sagt, oh nee, lass mal, ne? So, das ist etwas zurückweist, dann ist auch meine Liebe zurückgewiesen, manchmal in so kleinen Dingen. Und jetzt freue ich mich so mit ihm morgen an diesen Bänken und er hat so viele Ideen. Das ist einfach toll, oder? Wow. Das ist Liebesfluss. Auch, das muss nichts Großes sein, das sind einfach die Nachbarn untereinander, die Menschen, die miteinander sind. Yeah. Und Ideen haben und füreinander was tun. Yeah. We all know this feeling. Yeah. Und wenn ihr das nächste Mal kommt, wenn ihr diese Bänke alle bewundern möchtet, dann schreibt auch die Sonne. Dann kommen wir draußen. Genau. Ich habe auch so ein bisschen raus. Das ist als schwieriger. Geklappt. Sehr glücklich, Schätzchen, wenn du solche Nachbarn hast. Ja, ne? Er macht auch jeden Tag Krachen, dann ist schlechtes Gewissen. Aber das ist schön. Das ist auch immer das ist wirklich toll. Das ist aber gut. Das ist gut. Ja, das ist schön. Ja, das Amts hat halt, weil auch, wir haben ja so viel Potenzial, jeder in uns. Und wenn das angeschafft wird, und man darf das geben, was man wirklich aus dem Herzen gerne tut, das ist so erfüllend, oder? So, ne? Gebraucht zu werden, wirksam zu sein. Andere glücklich zu machen, dass die Augen strahlen. Ach, das ist schön. Ne? Meine strahlen jetzt heute hier bei euch. Ja. Ich will es jetzt nicht trüben, aber ich finde auch, dass man so aus den kleinen Dingen so die Kraft zieht fürs Leben. Aber eine Frage hätte ich dann schon noch, weil es ja doch nicht irgendein zu übersehen. Das ist so ganz viele Wasserrohre zu reparieren gibt. Also wenn man so durch die Welt geht und guckt und sieht die verletzten Seelen und die Seelen, die sich so gefühlt im Kreise drehen und eben nicht zu ihrer Selbstliebe finden, das zu beurteilen für mich steht mir zwar nicht zu, aber ich empfinde oft, dass ne, viele Leute so
nicht zu sich finden und zu nicht wahrnehmen, in welcher Welt sie eigentlich leben und viele Dinge tun, wo ich denke, das sind alles so kaputte Wasserrohre, die ich jetzt reparieren müsste. Das kommt. Und ich kann es aber nicht. Ja. Ich muss aushalten, dass ich Dinge nicht reparieren kann. Und vielleicht kannst du trotzdem noch was sagen. Yes. It doesn't come from a mat. It's I'm compassionate with you. It's not a matter of having a duty and accepting a duty or a responsibility. Es geht hierbei nicht darum, dass du eine Pflicht oder eine Verantwortung. Actually, on the contrary. Im Gegenteil. If it's a responsibility or a duty, then the effect isn't there. Wenn es eine Verpflichtung oder eine Verantwortlichkeit wäre, dann würde es keinen Effekt haben, dein Handeln. So if I should fix the car. Also wenn ich das sollte, sein Auto zu reparieren. Or have a guilt feeling or some sort of responsibility. Oder wenn ich mich schlecht fühlen würde, wenn ich es nicht täte, weil ich mich verantwortlich fühle. Or worst of all, if the state, or even worst of all, if God wanted me to fix his car. Oder im schlimmsten Fall, wenn Gott von mir verlangen würde oder wollte, dass ich sein Auto repariere. Then this would take me away from my loving self. Dann würde mich das von der Liebe in mir wegziehen. So it has to be in this mood of the pleasure of doing it. Es muss in dieser Stimmung sein, dass ich wirklich Freude daran habe, es zu tun und dass ich das, was ich tue, aus Liebe tue. It's not trust. Ja, aber ich muss dann halt auch aushalten, wenn ich in meinem Garten ein Blümchen rette und das vom Weg jetzt ins Beet pflanze. Muss ich aber auch aushalten, dass wenn ich einen Garten mache, dass ich ganz viel im Garten auch zerstöre, indem ich ihn gestalte. Und wenn ich durchs Leben gehe, wie unsere ganzen Kriege, Klimawandel und so weiter, möchte ich natürlich etwas tun. Ich will nicht die Verantwortung für alles übernehmen. Aber ich will doch gerne manchmal mehr tun, als ich denke, dass ich tun kann. Ja, und das ist schon dann. Ja, eine Schwierigkeit, das auszuhalten. Dann wieder zurückzukommen, die sagen, okay, ich muss erstmal bei mir sein, ich muss mich selbst lieben, ich will mich selbst lieben, ich will liebend durch die Welt gehen und eine Ausstrahlung haben, dass andere Menschen davon sich nähren können. Und ich kann das ganz konkret in meiner Familie tun, in meinem Pflegekind, sonst macht auch nicht alles richtig, aber ich will immer im Prinzip mehr tun, als ich kann. Und das ist schwierig. Aber eins würde ich total gerne sagen, so, dass ich das total schön finde und sehr, sehr wertschätze, dass was du tust und alles, was du bisher Positives getan hast, war so ein großes Geschenk an die Welt. So, dass ich mir wünsche, dass es von dir noch viele Menschen gibt. So. Und dass du dich selbst, aber auch all für das, was du schon getan hast, auch anerkennst, wünsche ich mir auch. Und ja, ich finde das toll. Wow, danke. Agreed. Paratukatu. Ja? Paratukatu. To explain. Das bedeutet, der Weise, der leidet nicht, der leidet, weil die anderen leiden. Wie, der Weise leidet nicht? Leidet nicht, weil der Weise ist für ihn ist das Thema erledigt, leiden, ja. Aber er leidet, weil die anderen leiden. Ach so, aus Mitgefühl. Compassion. Aber Mitgefühl ist ohne Leiden. Guter Punkt. She says compassion ist Mitleiden. Mitgefühl und Mitleiden. Unterschied, ja. Sehr gut. Klappt noch nicht immer, ne? Also ich habe irgendwie eine Inspiration dazu. Wenn jetzt zum Beispiel du eine tiefe Partnerschaft hast, ne, und dein Ehemann würde jetzt gerade vielleicht eine Schwerkrankheit kriegen oder so, ne,
So, ich glaube schon, dass man in dem Moment auch mitleidet. Und sogar bereit ist, Ja zu sagen, aus der Liebe zu dem Leid, was da geschieht, einfach grundsätzlich. Also nicht zu leiden um des Leidens willen, ja. Aber zu leiden um des Mitgefühls wirklich willen, bedeutet, ich kann dich im Teil tragen in der Zeit. Dich wirklich im Teil dabei tragen, weil ich die Kraft habe, dein Leiden spüren zu können, es wirklich fühlen zu können. Das meine ich so. Und das kann ja manchmal auch ein bisschen leidvoll sein. Also du sagst dann, oh, mein Muskel, wie viel ich tragen kann, hier trainiere ich jetzt, so lange ich es noch kann. Und das ist auch ein Teil der Liebe, glaube ich sogar. Nicht bei den Schmerzen direkt abzuhauen sozusagen und wegzureiben, weil es jetzt weh tut, sondern, wow, ich kann auch mittragen hier. Und es tut mir vielleicht auch sogar weh. Aber ich bestimme, bis wo ich es tue, ganz bewusst. Ich glaube, ich habe eine andere Auffassung davon. Wenn ich mitleide, gehe ich aus meiner Kraft und ich brauche diese ganze Kraft im Mitgefühl für die Person, um sie zu begleiten. Und verstehe, wenn ich ins Mitleid gehe, dann haue ich ab. Ja, ja. Genau das. Oh, ja. Ja. Das also, geht in die Liebe zu sich selbst und zu dem anderen. Ja, ja. Wir vermischen es oft, finde ich. Ja. Ja. Aber also für mich ist, aber es ist für mich so, dass ich sage, wenn ich ins Mitleid gehe, gehe ich komplett aus der Kraft, dann bin ich nicht wirksam, ich kann nicht helfen. Ja, vielleicht muss das man ist mich beides. Berührt, das ist mich tief berührt, ja. Keine Frage. Ja. Vielleicht muss man aber auch beides, ne? Wenn es sich tief berührt, dann leidest du auch im Moment vielleicht mit und dann im anderen Moment findest du auch wieder zu deiner Stärke zurück. Das sind ja die Wellen, die wir haben. Ne? Geht es einem auf und ab. Und es geht mal einem wunderbar und dann geht es einem auch mal ganz schlecht. Total kann man deswegen gerade auch helfen. Ich muss gerade von mir gerade was erzählen, das passt. Mein Herz klopft jetzt total. Das habe ich auch viele Jahre probiert. Ich komme ja auf die Tränen. Meine Tochter, ich habe versucht, ich bin mir nicht stark und so. Ne? Das habe ich 8 Jahre versucht, sie vor dem Leid von mir zu aufzuhalten. Und dann letztes Jahr konnte ich es nicht mehr. Ne? Das Leid ist schlimmer geworden bei mir. Ne? Leid ist ja auch definitiv. Und dann hat sie es geschafft, mich zu erreichen. Das ist so wert, so toll. Zu erreichen? Dass ich sie sehen kann. Wow, du bist ja da für mich. Das hat mir die Socken begraben. Es ist nicht gerade eine einfache Schwingung zwischen ihrem Mann und mir. Also wir sind uralte Seelen, wir gehören zusammen. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Aber ich kann nur Liebe geben. Ne? Und wenn ich Liebe gebe zu mir selber, dass ich für mich entspannt in die Akzeptanz komme, meiner Symptome, die ich habe seit Jahren. Und das ist so loslösend, das macht so viel Liebe und Freude in der gesamten Familie, dass ich das kein Konzept mehr von irgendwas, ich meine, ich will es nicht angeben, ne? Es ist aber, ich habe die größten Erfahrungen meines Lebens im letzten Jahr gemacht, so. Ja. Mit Symptomen, die sehr kompliziert sind, aber ich muss sagen, wie ich hier sitze, wow, wo ist das Ende? Das Leid wirklich zu sagen, hey, also ja, was kann denn jetzt noch schlimmer werden? Ne? Ich habe mal letztes Jahr in Rorschach rumgefahren in der Klinik. Und dann sage ich, okay, ich bin jetzt ein Jahr später hier mit dem Auto gekommen. Ne? Also das ist so, das war meine Tochter, die hat das geschafft, mir endlich zu zeigen, dass Liebe keine Grenzen hat. Die kommt aus einer ganz anderen, für mich sehr akrobatischen Region. Aber genau das hat sie mir gespiegelt letztendlich, als ich das für mich verstehen konnte. Ich will jetzt nicht so die ganze Geschichte, aber es ist tatsächlich hier jetzt für mich so ein Thema, was ich so sagen wollte, dass ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass das Leid von mir, nee, und das ging nicht. Sie fühlt einfach nur mit. Sie leidet tatsächlich mit. Ja, ja, ja. Aber wir beiden sind stärker danach. Also, und alle. Also, aber ich glaube, es sind viele Begriffe, die wir auch tatsächlich unterschiedlich auch haben. Ne? Wir füllen sie ja nur mit unserer eigenen Emotion und Erfahrung. Ich fühle mich sehr befreit von Theorien und Visionen und
begriffen. Ich glaube, das macht es hier so schön. Ich bin total begeistert, heute hier zu sein, weil das nur im Gespräch steht. Wir können nur austauschen durch unsere Augen, durch unsere Impulse, Inspirationen. Also, danke. Ich glaube, wir kommen immer an unsere Grenzen. Also ich merke das immer wieder auch, ich komme manchmal auch in eine Wut, wenn ich was sehe oder mit mir, weil ich nicht nur Liebe und Mitgefühl, ich kenne auch das so wütendes Gefühl die letzte Zeit, wenn ich manches beobachte, aber ich habe auch dann nicht immer die Energie, wirklich irgendwie was zu machen und es ist ja so ein Hin und Her und das macht uns ja auch aus und es hilft, sogar das hilft manchmal, Dinge zu erkennen und bewusster wahrzunehmen. Und das zu akzeptieren, dass das auch dazu gehört. And I think to understand the difference between pity and compassion, to separate these, might be a little bit what the exchange is about. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, zwischen Mitgefühl und Mitleid zu unterscheiden. Ich glaube, das war gerade hier Teil von eurer Diskussion. Ja.